Wir sind hier im schönen Valmisteier, Kanton Graubünden. Mein Name ist Marcel Romano, ich bin 55, ich bin verheiratet und habe 5 Kinder. Nusstorte gehört in Graubünden zu der kulinarischen Kultur. Unser Rezept ist ein altes Familienrezept, das die Frau ein bisschen verfeinert hat auf die heutige Zeit. Auch wenn ein Unterländer will kommen und unser Rezept will kaufen, da kann er sich die Zähne ausbeissen, also das wird nicht weitergehen. Wenn es fertig ist, legen wir ein bisschen Ruhe. Nebenbei machen wir die Karamellenausfüllung. Dann nehmen wir Zucker, dann karamellisieren. Dann kommt der Rahm rein, ein bisschen Honig. Und zwar nicht irgendwelcher Honig, sondern halt dann nehmen wir unseren Münstertaler Honig. Zum Schluss kommen noch die gehackten Baumnüsse rein. Dann geht es ans Backen. Da brauche ich die Hilfe der Frau. Sie tut den Teig auswählen, in die Form bringen. Dann tue ich die Karamellenausfüllung. Form. Da kommt Deckel drauf, wird eingestochen, noch ein bisschen Eigelb einstreichen, dann kommt die Nusstorte in gut eine halbe Stunde in den Backofen. Weil unsere gern genossen wird, haben wir uns entschieden, dass wir den Leuten in der ganzen Schweiz bekannt machen möchten. Das hat uns Lidl Schweiz jetzt erfüllen. Zuerst waren wir ein bisschen stutzig, ja, mit unserem kleinen Betrieb, kleine Produktion. Wir hatten dann aber das Gefühl, das ist eine grossartige Chance, um Werbung zu machen und gesamtschweizerisch bekannt zu werden. Der Erfolg mit der kleinen, aber feinen Aktion macht uns natürlich stolz. Er macht mich persönlich macht stolz auf meine Frau, auf die Familie, auf den Betrieb, dass wir das überhaupt gemeistert haben. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man einen Restaurantbetrieb laufen lässt und nebenbei in grossen Mengen Nusstorten produziert. Also nach der Aktion, wo das eigentlich durchgelaufen ist, haben wir sehr gute Reaktionen gehabt. Sechs Telefonate, also Bestellungen. Dann haben wir eine Homepage und auf der Homepage hat sich eine Bewegung getan, was vorher Einzelne draufgegangen sind. Es sind jetzt dutzendweise pro Tag drauf. Zum Ersten möchte ich natürlich Lidl Schweiz recht herzlich danken, dass wir die Chance bekommen haben, bei dieser kleinen, aber feinen Aktion mitzumachen.